Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Ex on the Beach Reaction hier auf diesem Kanal. Heute zu der 14. Folge. Wundert euch nicht, ich bin immer noch krank, also wahrscheinlich wird man es hören. Ich wollte eigentlich am Anfang sagen, dass gerade im Moment, zumindest finde ich, so ein bisschen irgendwie die Luft hier raus ist. Aber ich habe gerade den Vorspann angeschaut, so mehr oder weniger unfreiwillig. Und ja, heute wird es auf jeden Fall Beef geben, ja, wie gefühlt eigentlich in jeder Folge. Aber ich sag jetzt nicht, um wen es hier genau geht, ja, bleibt auf jeden Fall dran. Ich glaube, wird eine ganz interessante Folge werden. Ob die geil wird oder nicht, das müssen wir natürlich gucken. Ich spoiler nichts, Freunde, lasst hier natürlich gerne schon mal ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen, aktiviert die Glocke und wir starten rein hier. Viel Spaß mit dem Video. Ganze Folge gibt es natürlich wie immer bei RTL Plus. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und damit, let's go. Paulina, entscheide dich jetzt. Lars. Okay. Hier die Entscheidung, stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder, was beim letzten Mal war, also Paulina und auf jeden Fall, jetzt hat sie sich ja entschieden für Lars, das war letztes Mal da, wo die Folge aufgehört hat, eben die Entscheidung, mit wem sie jetzt auf das Date geht. Er hat sich halt ultra gefreut. Ich find's so und ich find's von ihr übertrieben respektlos, richtig ekelhaft. Ey, aber jetzt mal, warum nimmst du... Okay. Den Typen, wo du genau weißt, dass der hier mit einer... Nee, das ist doch nee, nicht gut. Warum? Bei allem Respekt, ne? Habe ich mit dir einen Vertrag? Nee, aber du hast keinen Respekt anscheinend. Hä? Habe ich mit dir einen Vertrag? Der Typ ganz... Okay, Digga, was geht hier direkt ab? Das war noch nicht mal im Vorspann, ja? Also bleibt dran, da kommt auf jeden Fall noch mehr. Aber man hat schon gemerkt jetzt, ne? Chill, die ist ja auf jeden Fall gar nicht begeistert. Wo der Hammer hängt. Du bist Single, er ist Single, warum ja. Da? Ich bin Single, hä? Gönn dir. Was willst du von mir? Dieses gönn dir. Aber, so muss das. Du bist hier neu und nimmst direkt den Typen. Ja, weil ich neu bin. Okay. Ich muss die Leute kennenlernen. Ja, das ist auch wirklich von Chills kompletter Quatsch hier, ne, muss man sagen. Ja, los, go for it, girl, go for it. Ich hab auch meinen Stolz und, ich hab hier noch andere Typen, die mich gut finden, da brauche ich den Lars nicht. Gut, Paulina, eine Entscheidung. Oh mein Gott, nein. Chill war eigentlich immer relativ sympathisch so, ne? Aber jetzt in der letzten Folge auch und jetzt in dieser Folge hier wieder, finde ich, macht die sich einfach mit so vielen Aussagen unsympathisch. Also, erstmal heult sie ja hier rum, dass sie jetzt hier nicht, oder dass Paulina jetzt hier mit Lars auf ein Date geht. Und dann sagt sie aber so, ah nee, ja, den Lars, den brauche ich ja sowieso nicht. Ja, dann heul doch auch nicht rum. Getroffen, abgehen. Soll der das machen? Der hat sich jetzt gegen mich entschieden für die neue. Das wird er noch bereuen. Ich werde mich auf jeden... Okay, jetzt gucken wir mal, ob Lars hier die gleichen Fehler macht wie Cedric oder nicht. Ich werde das machen, wofür, wo ich mich wohlfühle. Wenn ich sage, okay, ich werde jetzt Spaß haben, dann werde ich meinen Spaß haben. Aber warum soll ich dann nicht denjenigen nehmen, den ich am attraktivsten finde? Ja, eben drum. Also man muss ja auch die Person nehmen, die man am attraktivsten findet. Also sonst ergibt es ja gar keinen Sinn. Ja. Finde ich gut, weil ich habe ja auch hier auf meinem Stirn nicht ein Reserviertschild oder Vergebensschild, weißt du, ja, was ich meine? Die ist einfach kurz mit ihren 19 Jahren hier reingekommen und hat dich einfach auseinandergenommen. Warum auseinandergenommen? Nur weil die sagte, die hat... Leon, bester Mann, jetzt hier schön ein bisschen so Salz hier in die Wunde kippen, geil, Mann. Das ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich respektlos finde. So wie die drauf ist, es juckt die ja nicht, die ist ja voll kalt, also es interessiert die nicht, ob die jetzt da was zerstört oder nicht. Die zeigt... Was zerstört? Also... Ach, oh mein Gott, jeden, ey. Wie jeden will, weißt du? Ja, ja. Und ich hatte auch, bevor ich reinkomme, bin mit, glaub, mit jedem was gehabt. Also so habe ich es mitbekommen, ob stimmt, ich habe keine Ahnung. Ich werde das nicht auf mir sitzen lassen und ich werde auf jeden Fall noch eine Ansage machen. Sowas geht nicht, das ist richtig von ihr. Mir nimmt keiner meinen Typen weg. Das heißt... Ey, das Ding ist, also, ne, das ist doch nicht gesund, Alter, wirklich nicht. Das ist doch nicht gesund bei ihr. Mann, das Ding ist, jeder muss mal mit irgendwelchen Rückschlägen klarkommen bei sowas. Also, dann geh nicht in so ein Format, wenn du damit nicht klarkommst. Wirklich, das Ding ist, ne, ist ja jetzt immer so, bei Chill ist irgendwie so langsam so hochgegangen. Aber jetzt, wie gesagt, finde ich, sind echt viele Aussagen und so von dem, was die da immer bringt und so. Ey, es ist wirklich anstrengend einfach, ne. Es ist schlimm so. Man kann halt nicht immer das haben, was man möchte. Die kann safe eh nicht gut massieren. So wie das aussieht, sieht richtig ungekonnt aus. Oh mein Gott. Hey, du kannst das Ding ist auch einfach, man muss mal überlegen, was man da sagt, ne? Weil, wie kommt es hier rüber bei allen Leuten so? Wisst ihr, wie ich meine? Also, da machst du dich halt echt nur lächerlich so mit sowas. Echt gut, ist mein Ernst. Meinst du? Ja, das ist echt gut. Jetzt kann ich kurz mit dir reden.
Da habe ich eigentlich nicht so Bock aber drauf. Ich fände aber, das hat was mit Respekt zu tun auch. Also guck mal, wenn ich jetzt in eine Gruppe reinkommen würde und wissen würde, da sind zwei, die sich richtig gut verstehen, aber dann würde ich nicht direkt aber den Typen nehmen und das Verhältnis so zerstören, weißt du? Das kann natürlich auch sein, dass sie einfach einen Keil zwischen uns schieben möchte, zwischen Lars und mir. Also wenn sie das erreichen wollte, dann hat sie jetzt genau das erreicht, was sie erreichen wollte. Was soll ich denn machen, wenn Lars mir am besten gefällt? Was soll ich denn machen? Soll ich jemanden nehmen, den ich nicht attraktiv finde? Würdest du auch nicht machen, sei ehrlich. Doch, ich doch. Nein, würde ich Rücksicht nehmen. Doch, selfish. Guck mal, Jill, ich weiß, was die Leute mir gesagt haben. Du bist mal da, du bist mal da, wann bist du mal da? Ja, so wurde mir das gesagt. Mehr habe ich nicht gemacht. Ist alles geklärt. Na? Ja. Okay, der Beef ist geklärt. Sehr gut. Für diese da kann ja der Nächste kommen hier. Jetzt noch nicht mal ein Strauß Rosen was bringen. Nee, warte mal kurz. Nee, wir müssen gerade reden. Nee, wir haben gerade die Nähe. Hat sie gerade vor einer Sekunde. Wir sind gerade dabei. Wir haben vor einer Sekunde angefangen. Was ihr nein, wir reden jetzt kurz. Ich will nicht mit dir reden. Müssen nicht? Nein. Okay, ihre Entscheidung. Aber hey, Ding, wir müssen auf den Punkt kommen. Ja, gleich, also, aber nicht jetzt. Punkt ist gesetzt für mich. Du bist nicht einmal zu mir gekommen und hast gesagt, hey Lars, alles gut, komm, ich mag dich. Weißt du, wann du gekommen bist? Wo die hier drüben saß, nur um mich zu provozieren. Dann bist du bei mir angekrochen gekommen. Und sie spielt. Und ich habe von Anfang an gesagt, spiel nicht mit mir. Warum zeigst du mir das nicht? Weil ich nicht die Person bin, die das so krass zeigt am Anfang. Ja, warum sagst du mir das nicht? Tja, schwierig. Was hat er erzählt? Wer? Lars. Lars? Wo war ich gar nicht mehr? Zum Thema. Die haben fast gekügelt. Also alles aus. Deswegen ist die doch so. Wusste ich ja nicht. Ja, jetzt weißt du es. Ich glaube, das Ding ist zu. Ich wollte es vorher noch sagen, ne? Weil Lars war sich ja sehr sicher gewesen. Er meinte so, ja, wenn ich Chill nehme, dann habe ich gewonnen. Wenn ich Paulina nehme, habe ich gewonnen. Aber ich wollte noch sagen, ey, sei dir nicht so sicher. Am Ende kriegst du gar keine davon. Und dann, so, weißt du, was ich meine, ne? Dann deswegen lieber nicht zu viel sagen, sondern einfach machen. Und dann hinterher kann man es sagen, aber nicht im Vorfeld. Also das würde ich zum Beispiel nicht machen. Vielleicht wären ja jetzt auch Paulina also, und Jill beste Freundinnen. Hätte entweder bei Jill bleiben sollen oder zu mir ehrlich sein sollen. Das hat er gerade mir so nachgefragt, ja. So quasi, wenn Gigi so viel falsch gemacht hat und so. Ob ich quasi auch mal was falsch gemacht habe. Was sie gemacht hat? Der Ex hat ihr am Geburtstag gratuliert. Und ich habe gesagt, zeig mal den Chat. Ja. Sie ist abgehauen. Dieses vorher, au. Ich weiß bis jetzt nicht, was im Chat stand, weil sie alles gelöscht hat. Okay, warte, krass. Also gut, okay, sie sagt jetzt, was laberst du? Warum habe ich das gemacht? Okay, keine Ahnung, was da jetzt kommt. Ich erinnere mich noch zurück an die Staffel von Temptation Island. Das war die zweite Staffel gewesen, wo sie ja auch schon dabei war. Und da hat sie auch irgendwie sowas Ähnliches gemacht. Also mit dem Freund, mit dem sie da dabei war, der hatte da auch irgendwie sowas erzählt, dass sie da irgendwie mit ihrem Ex-Freund geschrieben hat oder getroffen hat sogar, genau, irgendwie sowas. Und der wusste aber auch nicht, was da genau passiert ist. Und ich, ja, ne, kann mir jetzt denken, dass das hier im Endeffekt so vielleicht sowas Ähnliches irgendwie war. Aber ja, wir gucken mal, was da noch erklärt Stu, wird. Warum hab ich das gemacht? Und ich hatte mit ihm Kontakt, weil ich befreundet war mit ihm. Du musst einen Cut geben. Oh. Du hast jetzt mich, sowas geht nicht. Er kommt gerade. Ich muss weggehen. Danke. Susan, wenn es ist. Ich glaube, es wäre ganz cool, wenn. Könntest du kurz. Wie einfach stehen bleibt. Oh, der arme Digga, ne? Für den ist es schon eine mies belastende Situation dort. Jetzt ist das selbst. Let him go. Okay, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Gut. Single, männlich, 25 Jahre alt, sucht heißes Gegenstück mit Humor. Haarfarbe egal. Hä? Die meinen mich an. Nein. Echt? Glaubst du nicht, dass die einen neuen meinen, der reinkommt? Ich hätte auch gesagt, ein neuer. Heraus, ob du das bist. Er wartet schon auf dich. Digga, einfach wieder jemand Neues, oder was? Michael, viel Spaß. Glaube ich, Lori kommt. Der ist der Korrekteste gewesen. Wenn der das ist, dann glaube ich, habe ich mit dem schon auf Instagram geschrieben. Wer kommt da? Lori, der Albaner. Wie ist das jetzt? Der war Bachelor mit mir und Bachelor Paradise. Gigi kann es gar nicht abwarten, diesen Lorik kennenzulernen, wenn er überhaupt ist kommt. Ist wirklich so. Warum lachst du? Das ist so unwitzig gerade. Also ich kann da wirklich mit der drüber lachen, weil es einfach nur noch peinlich und erbärmlich ist. Mann, Alter. Ich mach mich so kaputt. Mann, ey, das Ding ist, ich verstehe die Situation bei dem schon, ne?
aber ich hoffe nur, dass er am Ende, wenn er das sich selbst anschaut, damit klarkommt, weil, keine Ahnung, so weißt du, dass man schlecht drauf ist und so, und wenn man auch mal so zu sehen ist, ist ja gar nicht schlimm. Ja, aber er ist halt seit Wochen, ne, seit Wochen ist er ja nur so überschlecht drauf, ihm geht's gar nicht gut und so. Ich würde mich halt nicht, ne, wenn ich mich eine Folge lang da so sehen würde, ja, okay, ist egal, aber, Digga, wenn du halt irgendwie 5, 6, 7 Folgen oder so da so drauf bist, ich würde es jetzt von mir nicht unbedingt abgefilmt haben wollen in so einem Format so, weil ist ja nicht schlimm, auch mal Schwäche zu zeigen, ne, aber er kommt halt echt so voll schwach einfach rüber und es passt ja eigentlich nicht zu dem, wie man ihn am Anfang halt kennengelernt hat so, und deswegen weiß ich nicht, ob das, also ich fände das an seiner Stelle nicht so gut, so für mein, ja, nicht Image, aber so, ich weiß nicht, wisst ihr, was ich meine? Welcome. Hallo. Hi. Dankeschön. Heiße Frau, kurzes Kleid, irgendwie Ausschnitt. So Melonen auf gut Deutsch gesagt, ne? Hi, Lorik. Hi, Michelle. Seinem Kennerblick scheint nichts zu entgehen. Ich bin der Lorik, ich bin 25 Jahre alt und mit mir wird es nie langweilig. Das war alles? Ja. Naja, den jungen Leuten muss man alles aus der Nase ziehen. Man kennt mich aus den Formaten Bachelorette 2021 bei der Maxim. Und, hab ich nicht geguckt. Bachelor in Paradise 2021. Hab ich auch nicht geguckt. Ich hab Lorik direkt erkannt. Cheers. Auch eine gute Zeit. Sehr cool, jemanden hier treffen zu dürfen, den man schon mal wo gesehen hat und schon sehr attraktiv fand. Erzähl, warum bist du hier? Warum bin ich hier? Ja, einfach eine geile Zeit zu haben, ne? Neue Leute kennenzulernen. Gut, ich finde, Lorik ist ein verdammt gut aussehender Typ und ich glaube tatsächlich, dass alle Frauen ihn haben wollen. Aber was für ein Typ stehst du? Erzähl mal. Witzigerweise habe ich, als ich gefragt worden bin, wen aus dem TV ich attraktiv finde, habe ich dich auch angegeben. Ach krass, okay. Das ist ja die Überraschung gelungen, würde ich behaupten. Ne? Ach krass, okay, dann wissen wir so ein bisschen, was sie da angeben müssen. Ja, ihr habt ja vorhin auch die Einblendung gesehen für die nächste Staffel in einem Jahr. Ne? Könnt ihr euch natürlich bewerben, damit wir hier auch wieder was Geiles zum Reagieren haben. Wenn Leute jetzt reinkommen, mach das, was du immer machst. Du machst einfach dein Ding, du trinkst und dein Auge geht so ein bisschen auf den. Dann machst du diesen Sex. Mal gucken, wie der mir gefällt. Verführen mit deinen Blicken. Und der landet eh bei dir. Warum? Weil, hallo, ich will das Gleiche für dich auch tun. Ach so, ach so. Der sieht eh gut aus. Ich bin der einzige Mann von Michelle. Guck mal, da kommt. Hey, Leute, ach, Leute, da kommt eine Banane. Ja, ja, das ist der, 100%. Das ist Lorik. Er ist ein Südländer, ich bin der europäische Sunnyboy. Und ja, Gigi ist definitiv, sag ich mal, so Richtung mexikanischer Sunnyboy. Okay, ja? Gibt's auch irgendwie so ein Buch oder so, ja, mit klar, der Definition? Was ist das? Ich dachte, es kommt ein Brad Pitt oder so ein. Das ist ein hübscher Mann, kannst du alle Frauen fragen. Ehrlich, Junge, komm mal klar mit deinen Ego-Problemen. Ja, ja, das stimmt. In dem Fall auf jeden Fall 100 Pro. Natürlich. Hübsch. Natürlich. Das ist hübsch. Sehr attraktiv, ja. Jill, du bist die Einzige, die ehrlich ist. Ist der hübsch? Ja, ich finde ihn hübsch. Seine Augen haben mich ein bisschen gecatcht. Was zum Teufel passiert hier? Oh. Ich bin ein Gott daneben dir, oder wie? Ich würde sagen, die Bilder sprechen. Das ist das Ding, ne? Er hält sich halt immer irgendwie für was übertrieben Besonderes. Leute! Halt deine Schnauze! Leute. Halt deine Schnauze! Mit dem hast du getanzt, nicht weg war, hä? Mit dem hast du getanzt, nicht weg war. Du kannst noch hässlich aber. Alter, du hast Booty-Tanz mit der Paulina gemacht. Ich weiß alles. Geh bitte. Also auf Krampf war es wirklich, glaube ich. So sah es auf jeden Fall aus. Zumindest sein Gesichtsausdruck, ja. Das meinte ich mit dem Beef bei den beiden. Will ich nie wieder sehen. Cut. Wie er mich dumm anguckt, so dumm aus der Wäsche guckt, so, aber ich liebe dich doch. Alter, du bist schuld. Halt die Michelle, möchtest du einen Neuanfang? Da muss ich dich jetzt wieder verlassen. Da weiß ich gar nicht, was du machen soll. Entscheide jetzt. Wir sind jetzt alle glücklich. Okay, das wird krass nächstes Mal. Es ist aber heftig, dass die schon gespoilert haben, welche Entscheidung die haben wird. Er wird safe rausfliegen. 100 Pro. 100 Pro, also
Der ist raus, Freunde, in der nächsten Folge, ja. Das war's soweit mit der 14. Folge, Freunde. Ich hoffe natürlich, wie immer, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt auch unbedingt die letzten Io The One Videos ab, also sprich die 3. und 4. Folge. Sind alle natürlich schon online. Und ansonsten sehen wir uns wieder in einer Woche, beziehungsweise am Dienstag mit der nächsten Io The One Folge. Bis dahin, Freunde. Ciao.